Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um Gottes Geist aus seinem Wort bitten. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht. Und alles wird zunichte, was dir so bange macht. Herr, segne alles Reden und Hören. Ich lese als Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 14, verschiedene Verse und noch Verse aus dem Kapitel 15. Und die Ägypter jagten ihnen nach und ereilten sie mit Rossen und Wagen und Reitern und allem Heer des Pharao bei Pich-Achiroth gegen Baal-Zephon. Und da Pharao nahe zu ihnen kam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr. Und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns musstest wegführen, dass wir in der Wüste sterben? Warum hast du denn uns das getan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Ist's nicht das, dass wir dir sagten in Ägypten, höre auf und lass uns den Ägyptern dienen? Denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern dienen, als in der Wüste sterben. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute sehet, werdet ihr nimmermehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es voneinander, dass die Kinder Israel hineingehen mitten hindurch auf dem Trockenen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie euch nachfolgen. So will ich Ehre einlegen an dem Pharao und an aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich Ehre eingelegt habe an Pharao und an seinen Wagen und Reitern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und machte sich hinter sie, und die Wolkensäule machte sich auch von ihrem Angesicht und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Es war aber eine finstere Wolke und erleuchtete die Nacht, dass sie die ganze Nacht, diese und jene, nicht zusammenkommen konnten. Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, ließ es der Herr hinwegfahren durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich voneinander. Und die Kinder Israel gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen für Mauern zur Rechten und zur Linken. Kleiner Sprung. Da sang Mose und die Kinder Israel dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Und etwas später, und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach hinaus mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Osterfest und Auszug aus Ägypten.
Eine Gemeinsamkeit liegt darin, wir haben es beide Male mit Wundern zu tun. Das Meer teilte sich und das Volk Israel konnte mitten hindurchziehen und die Frauen kamen zum Grab und sahen, es ist leer. Und kommen zurück und berichten dann die Botschaft den Jüngern, der Herr ist auferstanden, er lebt. Aber nicht nur dieses Wunder haben beide Dinge gemeinsam, sondern es sind Gründungsgeschichten, Erwählungsgeschichten, Hoffnungsgeschichten, Geschichten, die Kraft geben, die Impulse geben, als der israelische Staatspräsident vor vielen Jahren vor Bundestag und Bundesrat sprach in Berlin. Und er die Rede begann mit den Worten, mit dem Rucksack voller Erinnerungen. Und dann fing er an, mit diesem Wort vor der Bundesversammlung zu reden, als der Herr das Volk Israel aus Ägypten in die Freiheit führte. Diese Erinnerungsgründungsgeschichte. Und bei Christen ist es ja genauso. Von Ostern her kommen Christen. Von der Auferstehung. Damit sind beide Überlieferungen in der Bibel so grundlegend, so wichtig. Und beides hat eine Gemeinsamkeit. Es wird nämlich zusammengeführt in der Offenbarung des Johannes. Da heißt es Kapitel 15, Vers 3 und 4. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Plötzlich gibt es keine Unterschiede mehr. Plötzlich wird nur noch von den Völkern gesprochen, die nur noch niederfallen können und anbeten können, vor dem Lamm auf dem Thron. Es ist unglaublich, dass die Perikopenrevision nun auch dieses Wort aus dem Alten Testament als Predigttext mit aufgenommen hat, was ja schon immer eine Rolle spielte in der Osternacht, diese Lesung, Durchzug durch das Meer. Wunder sind ja fantastisch. Und wer schon mal ein Wunder erlebt hat, wer schon mal totgesagt wurde und plötzlich neu sein Leben wieder geschenkt bekommen hat. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert und ich denke, diese Frau ist mir nicht böse, wenn ich es so einfach weitergebe. Diese Frau von Corona erkrankt, sie war eigentlich schon aufgegeben worden und ihr wurde ganz neu das Leben geschenkt. Und sie hat gesagt, für mich ist Ostern. Ganz neu, so ein Ostern habe ich noch nie erlebt. Gott hat mir wieder Leben geschenkt, mich ins Leben geführt. Wunder passieren auch hier und heute. Aber Achtung, man kann alles auch erklären. Es ist Zufall. Wenn es überhaupt ein Wunder gegeben hat, viele halten es nicht für möglich, dass das Volk Israel durchs Meer hindurchgezogen ist, denn das ist ja unvorstellbar. Wie soll das vor sich gegangen sein? Und dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist, wie soll das vor sich gegangen sein? Man hatte vielleicht den Leib gestohlen, vielleicht war er dann nicht mehr da. Davon berichtet ja auch die Bibel. Die Bibel berichtet nicht nur von den Wundern, sondern sie berichtet auch immer von diesen von dem Angegriffensein. Und das hat die christliche Gemeinde von Anfang an zu spüren bekommen. Sie wurde ja verspottet. Im Römischen Reich, die Frauen, die ersten Auferstehungszeuginnen. Naja,
Also so ganz weit her kann es mit der christlichen Religion nicht sein. Was haben denn Frauen damals für eine Rolle gespielt in der damaligen Gesellschaft? Völlig unbedeutend. Überhaupt keine Rolle haben sie gespielt. Und doch waren die Frauen wahrscheinlich diese Bewegung, die das wahrscheinlich vorangebracht haben, die in der Erziehung und in vielem christliche Botschaft weitergegeben haben. Für mich ist es ja alles ein großes Geheimnis. Wer weiß, was am Ende der Zeiten uns mal gesagt wird, was gerade durch Frauen in der Stille, im Unbedeutenden, was hier eigentlich Entscheidendes gewirkt wurde, wie Gott sich gerade der Frauen bedient hat. Ja, es ist unglaublich, was wir mal alle später noch erfahren werden. Aber noch sind wir hier und heute, noch sind wir Angegriffene und unser Glaube wird schon sehr oft in Frage gestellt. Herr Pfarrer, das halten Sie alles noch für möglich? Sie glauben da wirklich noch dran? An diese Geschichten? Und das Volk Israel wurde ja wirklich in die Enge getrieben. Vor sich das Wasser, im Hintergrund das Meer. Entschuldigung, das Heer der Ägypter, die herankommen. Und das ist eine Situation, wo sie wirklich ganz verzweifelt sind und sagen zu dem Mose: Mose, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Hättest du uns doch lieber dort gelassen, wir haben sie doch gesagt, lieber bei den Fleischtöpfen sitzen, lieber Sklave in Sklave sein, als tot. Und übrigens, in Ägypten gibt es auch Gräber. Da hätten wir genauso sterben können. Die Menschen waren verzweifelt. Und wenn Menschen verzweifelt sind, kann es oft dazu kommen, sie werden unleidlich, unsachlich, ungerecht. Und man bekommt es sehr deutlich von Leuten zu spüren, und Mose war ja jemand, er war damit konfrontiert. Aber er steht einfach da und sagt dem Volk Israel: Fürchtet euch nicht, stellt euch hin und seht euch die rettende Tat Jahwes an, die er euch heute tun wird. Mose schaut in diesem Moment weiter. Er hat einfach Gott auf seiner Seite und er hört einfach Gott und er weiß, Gott ist da, er hat ihn bis hierher geführt und er darf schon plötzlich einen Blick gewinnen. Er sieht die Rettung, was das Volk Israel in dem Moment so noch nicht sieht. Ja, auch heute und hier gilt es, Gott hat uns sein Wort gegeben und sein Wort hat mehr Gewicht als alle angeblichen Tatsachen. Wie sagt Gott? Sage den Israeliten, dass sie ziehen, dass sie aufbrechen. Vor ihnen das Meer, sollen weiterziehen. Das geht doch überhaupt nicht. Und dann soll ja Mose diese Hand ausstrecken. Und dann, wie wirklich durch ein Wunder geschieht es, dass plötzlich eine Furt entsteht, ein Weg durchs Meer hindurch und das bleibt ja alles noch unfassbar, denn der Ostwind hätte ja nachlassen können, es hätte irgendwas passieren können. Man sieht neben sich diese Wassermauern oder wie auch immer und es kann ja jeden Moment sich ändern. Allein im Vertrauen folgt dieses Volk dem Mose und man zieht durch das Wasser hindurch, durch das Meer. Gott greift ein und er kann. Und er tut es an diesem besonderen Moment in der Geschichte Israels, in unserer Glaubensgeschichte. Gott tut es, er greift ein. Der Unglaube redet immer wieder ein. Wir hätten mit Gott nicht zu rechnen. Aber Gott kann. Und er schafft den Raum und die Zeit, dass plötzlich auch diese Bedränger, dieses Heer der Ägypter, nicht mehr die dominierende Macht hat.
Gott schafft diesen Zwischenraum mit dieser Wolke, mit dieser Säule, dass das Volk Israel Zeit gewinnt. Gott schenkt Zeit. Und Gott hat ja alles in der Hand. Er schenkt auch heute Zeit. Für Gott ist die Zeit etwas, was nicht nur vergeht, sondern Zeit ist der Moment, der auf Gott zuläuft. Sich hineinbegeben in den Willen Gottes heißt ja, sich hinbewegen zu Gott. Das zu tun im Vater unser, ausgesprochen dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sich eins zu machen mit dem, was Gott will. Und damit merken wir, entsteht eine Bewegung hin zu Gott. Und nicht mehr die vergehende Zeit ist das Bestimmende, sondern immer näher heranzukommen an Gott, immer näher bei ihm zu sein, immer näher in seinem Schutz unter seinen Flügeln zu stehen, der unser Gebet hört und der weiß, was wir brauchen. Gott handelt, Gott immer das handelnde Subjekt. Gott handelt, er greift ein. Und das kommt auch dann in diesem Wort des Mose zum Ausdruck, der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet euch still verhalten. Es gibt einen Moment der Aktivität, es gibt einen Moment, wo man merkt, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich gefordert, was zu tun, aber es gibt auch dann diesen Moment wieder des Innehaltens, des sich Zurücknehmens. Es ist keine falsche Passivität, sondern einfach zu sehen und Gott. Gott macht doch letztlich alles. Und ich muss immer wieder ihn bitten, dass ich offen bin für das, was er wirklich will. Und es bedeutet dann oftmals, sich einfach zurückzunehmen, auch mal still zu werden. Es gibt Momente auch für uns als Christen, auch in dieser Zeit, wahrscheinlich auch mal sich zurückzunehmen. Und wir merken ja auch, wie wir an Grenzen geführt werden. Wir haben bestimmt manche Projekte, manche Veranstaltungen, die man am liebsten durchziehen würde. Und das muss doch gehen, das muss doch gehen. Aber dann plötzlich heißt es, nein, es geht im Moment nicht. Es gibt so viele Hinderungsgründe, so viele Einschränkungen. Und plötzlich ist man ruhig gestellt. In dieser Zeit natürlich auch durch Gesetze, durch Vorgaben, ein erzwungenes, plötzlich mal innehalten. Aber Gott hält nicht inne. Gott ist immer ein Handelnder, der seinen Plan verfolgen wird. Und sein Plan ist der Plan, der in Ostern seine Spitze erhalten hat. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und wer mit Jesus lebt, im Glauben an ihn, dem ist ewiges Leben geschenkt, egal was in dieser Zeit auch noch alles sein mag. Mose erreckt die Hand über das Meer. Und diese Geste ist ja nicht gebunden an die Kräftigkeit des Mose, an dem, dass er im Fitnessstudio war und seinen Arm gestählt hat und jetzt sagt, und ich kann's und ich tu's, sondern Gott bedient sich dieses Armes des Mose. Gott bedient sich auch unserer Schwachheit. Gott kommt in Schwachheit zum Ziel. Wir dürfen unsere Schwachheit nicht unterschätzen. Es ist oft eine Stärke, wenn sie Gott in Gebrauch nimmt. Gott schafft dadurch etwas. Er kommt zum Ziel. Und wir haben die Emmaus-Geschichte gehört. Ja, sie erkennen Jesus, als er ihnen das Brot brach. Es liegt nicht an dem Brot. Es liegt einfach an der Bedeutung, die Gott hineingelegt hat. Er gibt plötzlich diesem Element Brot, dass es Jesu Leib ist. Er gibt dem Element des Weines die Bedeutung, dass es sein Blut ist. Und dadurch schenkt Gott durch sichtbare Zeichen Kraft, Mut, Zuversicht, Stärkung an Leib, Seele und Geist. Ostern, Gott handelt. Wie er gehandelt hat in der Geschichte des Volkes Israel, so wie er gehandelt hat an Ostern
und wie er handeln wird bis zu seiner Wiederkunft, bis Jesus alles hier beendet. Er, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir dürfen leben in dieser Zwischenzeit im Licht von Ostern. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie mir wieder antworten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahr. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.